Einen wunderschönen guten Tag aus dem Wald. Es ist Samstag, der 15. Ach, hier, guck mal, hier kann man meine Möpse sehen. Cool, oder? Der 15.06.2019 um kurz vor 12. Ja, wir sind gestern gut angekommen. Irgendwann um 2:15 Uhr oder so waren wir, glaube ich, hier. Und ich bin mehr oder weniger direkt ins Bett. Ja, irgendwie 2:30 Uhr war ich, glaube ich, im Bett. Und heute um, ja, kurz vor 10 oder so bin ich da wieder aufgestanden. Geweckt wurde ich von Grace, die freundlicherweise auch Frühstück mitgebracht hat. So eine halbe Maus war, glaube ich, noch da. Das war schon ein bisschen interessant, aber auch eklig. Also man konnte nicht hinschauen, aber wollte irgendwie hinschauen. Aber die Muschel kam dann und hat mich gerettet. Und ja, dann haben wir richtiges Frühstück gerade gegessen. Und jetzt mal gucken. Ich habe gesehen, dass die Muschel irgendwie Erweiterung gekauft hat für Time Stories. Ich glaube, 3 Stück oder so. Eine Piratenerweiterung war, glaube ich, auch dabei. Was ja sehr schön dazu passt, dass die Damen und Herren in letzter Zeit öfter mal Sea of Thieves spielen. Ja, und das werden wir uns vielleicht heute angucken. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Erweiterungen waren. Es gibt ja, ich glaube, mehr als 10 Stück mittlerweile. Ja, und dann gucken wir mal. Wettertechnisch ist es recht angenehm. Wahrscheinlich nicht ganz so drückend heiß wie in Berlin. In Berlin sind es ja, glaube ich, irgendwie 30 plus. Und hier sind es irgendwie 25 oder so. Ja. Und ich schlafe das erste Mal 2 Nächte hier. Sonst bin ich ja immer nur von Samstag zu Sonntag hier. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube nicht. Und ja. Mal gucken, es gibt dann zweimal Frühstück. Das ist schon ein Vorteil, muss man mal schon so sagen. Ja, ansonsten die Autofahrt war gut. Ich habe ein bisschen, naja, verpeilt will ich jetzt nicht sagen, aber die Zeit aus den Augen verloren. Ich hatte gestern Abend noch mit Jermaine ein bisschen Borderlands 2 gespielt. Und irgendwann klingelt es dann im Discord und denke so, hä, was will denn der Sparrow? Wir fahren ja gleich los. Habe ich ihm geschrieben, geh mal in den Voice-Chat. Dann klingelt es an der Tür und ich denke mir so, hä, ist Benny schon da? Es ist erst 11:30 Uhr. Der hat doch gesagt, um 12. Ja, war er da. Dann klingelt es wieder am Discord. Da war die Muschel am Anrufen und ich so zu Benny, zu Jermaine, so, ich muss jetzt, glaube ich, los. Da wartet jemand. Und dann habe ich halt meine Sachen geschnappt, bin runter und dann sind wir um, glaube ich, kurz vor 12, 11:45 Uhr, 10:45 Uhr sind wir losgefahren. Ja, und wie gesagt, 2:15 Uhr waren wir hier, also 2,5 Stunden. Es ging eigentlich schnell. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das letzte Mal gefahren sind, als wir Sonntag zurückgefahren sind. Aber ich glaube, da waren wir 3 Stunden unterwegs oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her. Jo, und jetzt freue ich mich auf 2 schöne, entspannte, verspielte Tage. Und vielleicht gucken wir auch einen Film oder ein bisschen Serie oder so. Mal schauen, was die Zeit so mit sich bringt. Oder wir gehen mal raus an die frische Luft, Kühe streicheln wieder. Ja, und dann ja, wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Samstag und wir hören uns morgen, ja, mittags, so wie heute bestimmt, dann wieder hier auf YouTube. Und ich hoffe, der Kopfhörer funktioniert einigermaßen. Ich habe natürlich gestern nicht meine Kopfhörer, die Original-Apple-Kopfhörer mitgenommen, aber hier ist ja auch ein Mikro dran. Das heißt, es müsste eigentlich vom Ton her einigermaßen gut gehen. Jo, gut. Na dann, schönen Samstag, bis bald und wir lesen uns im Internet. Bis dann, tschüss.